Der Berliner Aquadom ist eine Attraktion für Touristen in Berlin. Der riesige Fischtank beherbergt hunderte Fische und steht mitten einem Hotelkomplex. Aus noch ungeklärten Gründen wird das Aquarium beschädigt, das ausgetretene Wasser läuft sogar bis auf die anliegende Straße. Wegen eines beschädigten Großaquariums in der Nähe des Berliner Doms ist die Feuerwehr im Einsatz. Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich, twitterte die Berliner Feuerwehr. Wir sind mit 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquare im Einsatz. Einer der Hotelgäste twitterte ein Video der zerstörten Wassersäule. Der Fischtank in meinem Hotel ist mitten in der Nacht explodiert, schrieb er dazu. Laut der Homepage des Betreibers sollen sich rund 1500 exotische Fische in dem Aquarium befunden haben. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es werde geprüft, ob Menschen verletzt seien. Das Aquarium sei aus vorerst ungeklärter Ursache geplatzt. Wasser sei auf die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen. Es müsse auch geschaut werden, ob die Tiefgarage davon betroffen sei. In dem Gebäudekomplex namens Dom Aquare befindet sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und der sogenannte Aquadom. Wie es im Dom Aquare Internetauftritt heißt, ist der Aquadom das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.